Leute, danke, dass ihr wieder da seid. Heute mache ich das Video mal auf Deutsch, weil ich wollte das jetzt doch recht spontan machen und dann fällt mir das auf Deutsch einfach manchmal leichter ein bisschen zu erzählen. Aber die Untertitel sind natürlich wieder da, wie ihr sehen könnt. Ich wollte dieses Video nicht Bubble Time Part 2 nennen, weil das passt irgendwie nicht, weil ich habe nichts groß von der Woche zu erzählen. Und dieses Video ist auch eher aus aktuellem Anlass, weil ich eine kleine Ankündigung zu machen habe. Außer dem Bubble Time gibt es eigentlich nur einen Grund, warum ich Videos außer dienstags hochlade. Und das ist, weil ich sagen muss, dass es morgen kein neues Video geben wird. Und das tut mir so unendlich leid. Und in dem Moment, wo ich das sagen muss, tut das so weh. Und es tut mir so leid und das liegt einfach daran, dass ich seit letzter Woche echt krank bin. Und es ist lange her, dass ich sagen kann, muss, ich bin richtig krank. Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber ich laufe auch schon seit letztem Mittwoch so kränkelnd herum. Und jetzt am Wochenende war es ganz schlimm. Es wird jetzt langsam besser, aber ich fühle mich immer noch echt furchtbar. Mein Hals tut weh. Man hört es auch, glaube ich, an der Stimme. Die Nase ist entweder zu oder läuft. Ich kann auch nicht mal Sprudelwasser trinken, weil das so weh tut. Ihr hattet ja alle schon mal Grippe oder Erkältung. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wovon ich spreche. Es ist einfach nicht schön. Und ich hätte gerne ein Video irgendwie vorproduziert letzte Woche. Aber da ich schon seit Mittwoch krank bin, so gesehen, war das gar nicht möglich, jetzt irgendwas schon im Vorhinein zu machen. Ich hätte natürlich in der Woche vorher schon was machen können, aber das kam mir halt so nicht in den Sinn. Ich hatte da halt nicht mit gerechnet. Das ist vielleicht was, was ich dann bei den nächsten Malen berücksichtige. Berücksichtigen muss, dass ich vielleicht wirklich so oft ich kann und Zeit habe und natürlich auch Lust, weil ich muss da natürlich auch ein bisschen Spaß dran haben, dass ich dann aber immer wieder vorproduziere für den Fall, dass ich mal krank werde oder sehr viel zu tun habe, wobei das sehr viel zu tun ist eher selten, weil ich mir ja doch dafür auch schon gerne Zeit nehme. Ich verschiebe lieber andere Sachen fürs Aufnehmen, anstatt das Aufnehmen selber für andere Sachen zu verschieben. Ihr wisst, was ich meine. Donnerstag war ich beim Onkel Doktor und der sagte mir halt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen viralen Infekt, nannte er das. Das Lustige war, an dem Donnerstag, ich bin dann halt nach Hause, habe mir dann was Bequemes angezogen, ein paar Sachen gekramt und wir haben an unserem Kleiderschrank so einen Spiegel. Dann habe ich mich kurz so zur Seite gedreht und habe auf einmal so im Augenwinkel im Spiegel irgendwas am Rücken gesehen. Denk, hä, was ist das denn? Und dann bin ich näher rangegangen, guck, und dann hing da einfach so eine riesige Zecke an meinem Rücken. Und das Erste, was ich gedacht habe, war nicht, oh Gott, das ist doch voll gefährlich und wer weiß, wie lange die dran ist, sondern das Erste, was ich gedacht habe, war wirklich so, ih, was, ih, bah, das ist ja voll eklig. Und ich wollte das Ding einfach nur aus mir raus haben. Ich kann euch beruhigen, es hat sich nichts irgendwie groß entwickelt um diesen Stich herum. Es wird immer blasser. Ich hatte kurz überlegt, ob die Zecke nicht vielleicht daran schuld ist, dass ich so krank bin. Aber es geht anscheinend nicht nur mir so im Moment. Es sind im Moment einige krank mit so Erkältung und so irgendwelchen Infekten. Ich war froh, als dieses Vieh raus war. Es war schon echt groß. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass ich die letzte in Deutschland lebende Zecke noch erwischt habe. Weil diese Viecher, die leben ja eigentlich nur so bis Oktober höchstens, weil dann wird es ja auch kalt. Und es ist ja auch im Moment bei uns sehr kalt. Dieses Video ist eigentlich schon viel länger, als ich es machen wollte. Dafür entschuldige ich mich jetzt auch. Ich werde mich jetzt zurückziehen, dann werde ich meinen Tee trinken und alles versuchen, damit ich wirklich am Wochenende wieder topfit bin. Also dann auch nicht mehr groß mit Hüsteln, sondern wirklich topfit. Also spätestens nächste Woche bekommt ihr auf jeden Fall wieder das neue Cover. Ich hatte das auch schon getwittert. Ich glaube auch am Donnerstag. Da hatte ich schon die Befürchtung, dass das für Dienstag nichts wird. Ich packe euch auch nochmal den Link zu meinem Twitter-Account nach unten in die Infobox. Ansonsten könnt ihr auch mal bei der Kanalinfo vorbeischauen. Da müsste es auch schon drin stehen. Das ist jetzt nur ein Angebot, damit ihr über sowas dann in Zukunft auch schon eventuell früher Bescheid wisst. Ihr müsst mir natürlich nicht auf Twitter folgen oder so ein Quatsch. Auf keinen Fall. Deswegen mache ich ja auch das Video jetzt. Dann entschuldige ich mich jetzt nochmal in aller Form. Vielleicht macht da jemand einen Entschuldigungszähler. Vielleicht mache ich den auch selber gerade. Dass das nichts wird mit Dienstag, das war wirklich nicht so geplant. Und ich hasse das, wenn ich solche Videos machen muss. Und den Grund, warum ich diesen Channel überhaupt betreibe, wenn ich das dann nicht machen kann. Und gerade für die Leute, die jetzt auch wieder neu dazugekommen sind, bei denen entschuldige ich mich
nochmal ganz besonders, weil ihr natürlich erwartet, dass ich auch jetzt für euch ganz neue frische Cover dann hochlade. Und ja, ich kann euch damit leider nicht dienen. Das tut mir, also ja, ich sag's jetzt nicht nochmal. Ihr wisst, was ich sagen will. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, dass ihr gesund bleibt. Lasst euch nicht ärgern. Und dann sage ich für heute einfach mal ein heiseres Tschüss.